Hey, willkommen, ich bin der Bergmann und ich begrüße euch zu einer neuen Folge Master Builders mit einem sehr enttäuschenden Einsatz von Dario und Kedos gerade, die mit dabei sind. Ich grüße euch. Ja. Also mein Einsatz war ja wohl höchst lastig. Welches Wort glaubt ihr kommt? Sonnenfinsternis. Ja. Vagina. Ein Mörder-Joke. Das war wirklich ein Mörder-Joke. Beim Lachen, als hätte man den Witz 100 gerissen. Ich auch was. Was war das? Chicken, ja, exactly. Pass auf, jetzt muss ich einmal kurz... rauskommen. Ich könnte natürlich das bauen... Welche Runde war das? Das Wort hatte ich schon mal. War das bei dir, Bergmann? Weiß ich nicht, aber es wäre auf jeden Fall jetzt eine schwache Number, wenn du jetzt natürlich dasselbe baust, ich werde was du es schon mal gemacht hast. Glaube ich glaube, ich werde... ein Building. Okay, das kriegt sich nicht mehr ein hier. Ja, aber. Können wir mal, also die Leute, die mitgelacht haben, die können das ja gerne mal in die Kommentare schreiben. Mich würde interessieren, wie viele das lustig fanden. Aber vielleicht, dass das auch zensiert, ich weiß es ja nicht. Das weiß ich noch nicht, vermutlich, weil. Ja. Das ja einfach. Das passt nicht, das passt hier nicht rein, Kedos, tut mir leid. Ich bin gar nicht anwesend. Ist nicht on fleek oder was? Ich hatte mein eigener Witz so aus dem Konzept gerissen. Im Ruder gerissen, ja. Ich baue auf jeden Fall wieder hart an der Grenze. Zum Tellerrand. Zur Erkennbarkeit. Ja. Okay. Ja, das ist ja meistens ein oder dasselbe. Es werden halt mega viele so ein großes Minecraft. Dario? Ja. Du hörst es auch, ne? Ich höre es auch. Okay, das ist damit raus aus der Runde. Das war auch sehr nett. Also nach der Nummer vom Start, ganz ehrlich. Was war der auch? Oh, hi. Nee, du warst kurz weg. Tot. Ja? Genau, ja. Wie weg? Ich hab abgeleckt. Ja, genau. Ganz genau. Das ist aber dreist, ey. Ja. In der Tat. Bin mal wieder sehr auf deine Tellerrand-Idee gespannt. Ja, wisst ihr? Ich sag mal so, sie ist nicht schlecht, ey. Sie ist wirklich nicht schlecht. Sie ist nicht schlecht, aber... Ist sie gut? Ja, das ist auch das ist halt die Frage, die sich mir noch so ein bisschen... Wie heißt das Video jetzt? Das schönste Hühnchen der Welt? Ich denke mal, ja. Das läuft ja ganz gut, wenn ich das so nenne eigentlich. Also, wie stört dich das, oder wie? Nö, ich finde das super, was du machst. Ja. Ja. Super, ne? Habe ich da gerade so ein Fünkchen Kritik, oder was? Fünkchen Neid. Ich bin einfach nur unglaublich neidisch auf dich und deinen... Das ist okay. Bart. Könnte passieren, dass ich einfach nicht mal ansatzweise fertig werde, weil ich in einem viel zu großen Maßstab baue. Du baust also ein Hühnchen, vorbereiten. Wie Gott es schuf quasi. Das habe ich nicht gesagt. Das hast du jetzt mir in den Mund gelegt. Ja. Manch Hühnchen. Ich bin wie immer an dieser Stelle sehr gespannt, ob meine Zuschauer schon wissen, was ich denn genau gerade baue. Deswegen, ihr kennt das Prozedere, jetzt einmal kurz pausieren und euren Verdacht in die Kommentare schreiben. Da bin ich sehr gespannt. Wird überhaupt nicht ansatzweise fertig werden und man wird es nicht erkennen. Ja, Dario, also da musst du auch mal drüber stehen dann. Ja, finde ich auch. Die Idee ist wirklich, sie ist schon nicht schlecht, ey. Sie ist schon nicht schlecht. Gold wert? Ja, sie ist schon nicht schlecht. Ja. Wie läuft's bei dir, Kedos? Ist irgendwie, ich weiß noch nicht so ganz. Bist unschlüssig. Ich bin sehr unschlüssig, ja. Ja. Zack, 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 zack. Ich sag euch, Leute, das ist Tellerrand par excellence, ey. Nein! Ich bin gekickt! Gut. Nein! Was ist hier passiert? Alles klar. Steht bei euch auch nur Landschaft für... Okay. So, nach dieser wirklich schockierenden Wendung im zweiten Akt versuchen wir uns jetzt an einer zweiten Runde und ich hoffe sehr, dass das Wort noch einmal schicken sein wird, vermute ich aber nicht. Ein Bicycle! Bicycle! Ah, Mann, Chicken finde ich, hätte ich Chicken wäre der Hammer geworden. Na klar, wäre es das geworden. Irgendwie, ich weiß nicht, heute bin ich mit den Themen einfach nicht so, wie du schon vorher gesagt hast, on fleek. Das ist einfach nicht... Wirst du nicht warm damit? Ich werde einfach nicht warm mit. So, es ist, ich habe da kein Bild direkt vor mir, sondern ich fühle mich ein bisschen benutzt, auch ein bisschen beschmutzt. So ein bisschen schmutzig fühlt sich das an, ne? Ja, wirklich schmutzig, das stimmt. Wie sah euer erstes Fahrrad aus, das ihr jemals bekommen habt? Schwarz. Wie meine Seele. Schwarz wie die Nacht. Pink, weil ich große Schwestern hatte und natürlich immer die alten Sachen von denen übernehmen musste. Okay. Nice. Das stelle ich mir auch sehr, sehr interessant vor. Kannst du nicht mal so ein paar Anekdoten? Was ist so deine schönste... Die Sache ist ja, dass ich als kleines Kind tatsächlich lange Haare hatte. Ja. Und deswegen sowieso immer für ein Mädchen gehalten wurde. Also von daher hat alles dann im großen Bild... Du hattest lange Haare als Kind? Wie lange? Ja. Alter. Weiß ich gar nicht. Schulterlang oder so? Schon also es ist schon ewig her. Ja. Boah, meinen Erinnerungen liegt es eigentlich. Das ändert jetzt natürlich einiges, ne? Okay. Kann das mal jemand irgendwie in Photoshop nachmontieren? Ja, also nur so. Ist schon auf dem Vorschaubild, Kedos. Ist schon auf dem Vorschaubild, dankeschön. Habt ihr schon angefangen, ein Fahrrad zu bauen? Nein. Okay, gut, das wollte ich nur wissen. Wenn ich nochmal alles abgerissen habe,
Ich habe angefangen, eins zu bauen. Okay. Und wie läuft's so? Ist jetzt okay so. Also jetzt nicht, es wird nicht Premium, das brauchen wir gar nicht diskutieren. Ja. Zack. Witzig, ne? Wenn man mal drüber nachdenkt. Das sieht einfach super scheiße aus. Das ist das ganz Witzige. Das Gefühl, das kenne ich in der Tat. Gerade kann ich nachvollziehen. Ja, das Ganze nachvollziehen. Ich kann das gar nicht nachvollziehen. Ich bin bei mir, aber mir läuft das zu 100% hier. Ich sag's euch. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie ihr... Sieht das scheiße aus, Alter. Kennt ihr diese South Park-Folge, wo dieses neue Motorrad da vorgestellt wird? Und diese Kugel, wo sich Mr. Garrison reinsetzt und da muss man die so ganz speziell steuern, wenn ihr wisst, was ich meine? Nein. Nicht? Leider nicht. Schade, okay. Okay, hätte sein können, weil dann wäre es nämlich ganz lustig geworden. Mhm. Aber so jetzt halt nicht. Nö, oh mein Gott, also das ist ja auch so ein bisschen, repräsentiert meinen Kanal ja auch eigentlich mal ganz gut. 5 Sekunden noch. Und? Oh, Alter, 5 Sekunden. Ein Schild. Ach, ein Schild hätte ich noch hinstellen müssen. Schade. Gut. Okay. Weil man erkennt, dass es ein Fahrrad ist. Hätte ich ein Schild draufschreiben müssen. Hat er zum Turbo gebaut? Ich habe zum ersten Mal Pixelart. Guck mal hier. Ja, so eine ähnliche Idee hatte ich auch mit einer Fahrradtour. Ich auch. Sieht so ein bisschen aber aus wie Enten, finde ich. Ja, das sieht. Ja. Aber es ist nett gemeint. Von daher. Ja. Da finde ich meine Das ist schon nett gemeint, aber. Da wollte er uns doch irgendwas abfaken mit. Ich habe das erste Mal Pixel A gemacht. Das war meine ursprüngliche Idee. Nur halt in schön, habe ich mir das vorgestellt. Ja, hätte ich eh niemals geschafft. Es ist schon nicht schlecht. Also um der Pedale. Ja. Ist es gut? It's okay. Ich habe ihm gut gegeben, weil das ist so, erinnert mich so ein bisschen an so ein GTA San Andreas BMX, weißt du, wenn du durch die Wut fährst und. Das hingegen ist schon ein bisschen schwieriger, muss ich sagen. Also schwieriger in der Bewertung oder schwieriger? Schwieriger vom Baustil. Artstyle. Achso, okay. Ja, das finde ich jetzt auch nicht so. Seid ihr so ein altes, klassisches, zeitloses Damenfahrrad? Ja, aber ich finde. Ja, mit sehr kleinen Reifen. Ja. Ich fand's gut. Amazing sogar. Okay. Kannst du wieder aufhören damit? Kann man rausgeholt, ey. Das finde ich auch so prähistorisch eigentlich. Schon fast. Ich glaube, es war so das erste Fahrrad, das damals von den Neandertalern noch entwickelt wurde. Quadratischen Reifen zu der Zeit. Genau. Da wurde ganz still. Also, wurde ganz still. So Akzente einbauen. Ein bisschen so Redstone-Schienen oder sowas. Ja, ich habe ein bisschen rumprobiert, weißt du? Ich habe einfach mal ein bisschen rumprobiert. Soll das die Kette sein hier? Das heißt, okay, wenn... Nicht von mir, ist es nicht. Nein, natürlich nicht, natürlich nicht. Was wir kriegen, nee, aber einer für die Kette. Ich finde das irgendwie nicht so... Also, das ist mir zu... Es berührt mich nicht, genau. Das ist der richtige Ausdruck dafür. Es berührt mich einfach, meine künstliche Reifenkurve. Die Pedale ist größer als der Reifen, das ist auch ganz nice. Ich bewerte gerade nur It's Okay überall, weil ich mich auch noch nicht. Ja, irgendwie okay. Weißt, es wie Kee das gerade schon gesagt hat, genau. Wie Kee das schon gesagt hat, da fehlt so. Da fehlt ein eigener Charme. Es sieht auch alles sehr ähnlich aus, finde ich. So ein Gepäckträger ist. Übergroße, dimensionierte Fahrräder. Gepäckträger ist ganz gut gemeint, aber. Ja. Ich möchte überrascht werden. Ich möchte mal, weißt du, so aus meinen Erwartungen herausgezogen werden. Mal überrascht, mal berührt, mal. Ein Anspruch sollte Kunst schon haben. Ja, guck mal. Überrascht dich das hier? Das finde ich zum Beispiel, da hatten wir euch beide schon. Nee, das ist hundertprozentig dann nämlich Dario. Das finde ich gut. Ich danke dir. Das ist nicht ganz fertig, aber. Ja. Aber die Fahrräder habe ich mir natürlich ein bisschen mehr Mühe gegeben, ne? Also. Naja. Was steht hier? Hier wollte noch jemand hinschreiben. MT. Guck mal, aber da hat jemand Diamantsattel. Nee, das ist was das anderes. Ist schon impressive. Aber die Reifen sind auch sehr interessant, vor allem der Vorderreifen. Warum man das aus Sand macht, erschließt sich mir jeglichem Verständnis. Oh! Das hab ich auch nicht erwartet jetzt, ey. Da haben sie das einfach explodiert. Oh, so ein Rennrad. Oder ist es. Das wird auch ganz besonders gut. Nee, ich glaube, hier ist so, das ist so eine Möwe. An die Möwe unten wurden so zwei Reifen angebracht. Aber das hat zumindest so ein bisschen zumindest was Eigenes, finde ich. Also das sieht so ein bisschen speedmäßig aus. Weil es völlig abstrakt ist, das irgendwie Augen mal ganz fest zusammenknöpft. Ich bin das hier ist ein Roller, ne? Das ist ein guter Motorroller, ey. Das ist, finde ich, kein Fahrrad. Das ist tatsächlich, also für mich. Wer ist da reingekommen, Bergmann? Wer war das? Das war gerade Marie. Also heute hat die Folge echt alles. Wer ist Marie? Die hat einfach alles. Ja, sorry, aber hier kann ich nicht fahren. Bitte? Wer ist jetzt Marie? Tut mir leid. Och Mensch, Kinder, jetzt habe ich hier 10-mal dasselbe Fahrrad gesehen. Jetzt langsam bin ich auch ein bisschen genervt. Das ist ja wirklich unerhört. Sowas in meiner Aufnahme. Ich bin gar nicht mehr It's Okay zu machen, sondern meh. Ich bin der Master hier von dem Server, ja? Also ja, genau. Das Hühnchen hier, das hat da. Guck mal. Easter Egg. Ja. Mr. YouTube bist du, Alter. Ich hab schon damit gerechnet.
Ach, als so. Auf, als damit hätte ich jetzt auch nicht gerechnet, hä? Aber ich wir, haben die, wir haben dieselbe, ja. Wir haben dieselbe, dasselbe Thema. Ja, aber ich habe es schon ein bisschen schöner umgesetzt, Bergmann, muss ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Hätte ich mein erstes, also, sollte ich euch jetzt mal verraten, was mein erstes, was ich bei Chicken gebaut habe. Jetzt kommt wieder die Bergmann-Beschwerde-Abmoderation, dass es nicht geklappt hat. Ich hatte bei Chicken, hatte ich über den Tellerrand hinausgeblickt und mich dementsprechend selber in einen Tellerrand begeben, indem ich eine McDonald's-Manufaktur gebaut hatte, in der auf einem Fließband, hab ich gesagt, Manufaktur. Ja, ja, ich hab's nochmal wiederholt. Ja, ja. Okay, das willst du auch nochmal wiederholen? Nein, ich höre dir gespannt zu. In der auf einem Lauf... alle schon drauf... Weil sie auf einem Laufband Hühnchen in einen Fleischwolf-Häcksler hineingeleitet werden und unten als Chicken McNuggets-Boxen rauskommen. War das denn beweglich? Ja klar, ich habe das mit Redstone alles auch... Also hast du so ein Redstone-Fließband gebaut? Ja, klar, oder? Natürlich, genau. Ja. Ja. Du magst auch Fabriken, ne? Also ich bin ein großer Freund von Fabriken. Oh, wir müssen raus, sonst blocken wir die Runde. Oh, da schon wirklich noch Ärger von Mindplex-Admins. Leute, wenn es euch gefallen hat, dann lasst sehr gerne eine Bewertung da. Schaut aber auf jeden Fall auch bei Dario und Kedos vorbei. Und ansonsten hören wir uns in den nächsten Tag wieder. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Danke. Tschüss. Euer Bergmann.